Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen, ne? Ihr habt gerade eben schon gesehen, dass ich jetzt eine neue Art von Intro habe. Was ich auch dringend ansprechen wollte. Weil ich habe ja jetzt YouTube entdeckt. Und ich wollte das mal so ein bisschen austesten. Ich wollte jetzt meine Intros auch generell immer mit diesem Char machen, statt dem Bild. Weil ich das cooler finde. Und auch mal drüber reden, wie ich das jetzt damit machen will. Weil ich wirklich vielleicht vorhabe, zu YouTuber umzuwechseln. Ich habe vor, für die jetzt kommende Woche die drei Monster Hunter Parts mal mit YouTube auszuprobieren. Also ich habe das schon aufgenommen. Die Viecher bekämpfe ich sofort. Einen Moment. So, jetzt habe ich die Viecher auch umgebracht und ich habe ein Ei von den Viechern erhalten. Zwei Monster haben Level Up. Ja, um weiter auf den Punkt zu kommen. Für die, die nicht wissen, was YouTube ist, das ist ungefähr das, was ich fürs heutige Intro gemacht habe und wahrscheinlich auch für alle zukünftigen Intros, dass man so einen virtuellen Avatar in irgendeiner Ecke für sich reden lässt. Halt wie die normalen YouTuber mit Facecam, nur dass man halt hier dieses eine, was ich da benutze, diesen Avatar hat. So, ich gebe dir mal das zweite Gewitter, dann hast du jetzt endlich mal von den Flächenangriffen alle zweite. Yannick habe ich den Säuresturm gegeben. Und wie gesagt, für diese Woche, die Monster Hunter Parts, teste ich das mal aus. Ich mache das aber jetzt noch nicht sofort, dass ich dann wirklich komplett auf YouTube gehe. Ich muss mir erst noch eine bessere Kamera besorgen, damit der Avatar ein bisschen besser hinterherkommt, was ich sage, dass er das synchronisieren kann. Und ich warte sowieso, momentan bin ich dabei, mir einen neuen PC zu besorgen. Halt wegen mehr Leistung, damit ich ein bisschen besser hier aufnehmen kann und auch bessere Spiele aufnehmen kann. Ja, ich bin super. Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Jetzt können wir uns endlich mal auf Sanctuary konzentrieren. So, hab's hinbekommen. Das ist alles nur für ein Popo-Juwel. Ach, ich muss das Ei auch noch mal öffnen. Elefantom-Ei. Ich behalte die Regel bei, dass ich die erstmal noch nicht benenne. Erstmal gucke, ob ich den überhaupt gebrauchen kann. Dass ich den nicht unnötig benenne. Also zuallererst, was bist du überhaupt für eine Art von Kämpfer? Einer, der auf jeden Fall sehr viel heilt. Der kann wiederbeleben. Er macht auch viele Buffs. Das ist magische Skills und Beweglichkeit hochgehen. Ja, der ist auf jeden Fall für Beweglichkeit gut. Und er ist ein Windkämpfer. Ich sehe jetzt aber nicht, dass er nützlich ist. Ist er hier wenigstens nützlich? Ich kann mit dem Gegnern ausweichen, wenn ich mal keine Lust drauf habe. Das Ding ist aber, dass ich sowieso jeden Gegner killen will, wegen der Erfahrung. Also ist der für mich tatsächlich nutzlos und ich werde den auch weggeben. Und wieder einen Kampf zum Rausschneiden. So, jetzt sind sie tot. Ich habe schon wieder ein Ei von dem Elefanten bekommen. Habe ich Psycho eigentlich neu was zu essen gegeben? Ich habe im jetzigen Kampf übrigens auch gemerkt, wie gut der jetzt geworden ist. Der ist mega praktisch geworden. Nee, eigentlich müssten die alle gut ausgerüstet sein. Ich finde es aber schon interessant, ein neues Gebiet und keines der Monster ist irgendwie brauchbar. Und ich habe vergessen, ich wollte doch eigentlich jede Wand versuchen einzureißen. Man weiß nämlich nie, wann die zerbrechlich sind. Hier hinten ist wahrscheinlich der nächste Schalter mal endlich. Okay, Sven, ich brauch dich. Ist hier irgendein Kampf? Nein, das ist ein reiner Rätselraum. Okay. Muss mir irgendwie einen Weg machen.
beeinflussen die auch die auf der Seite? Weil wenn ja, wird das zum Kotzen. Scheint nicht so. Beeinflussen die da in der Mitte? Wahrscheinlich schon, ne? Ich muss mir halt einen der Wege komplett frei machen. Ne, die hier beeinflussen das da oben. Würde ich so da durchkommen? Also vom Prinzip her komme ich auf der linken Seite hoch, aber ich komme halt nicht in die Mitte. So, jetzt mache ich mir hier rechts auch noch einen Weg. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Okay, so komme ich schon mal den rechten Schalter. Damit komme ich dann an den linken und mit dem komme ich dann an den da oben. Okay, ich verstehe schon. Jetzt muss ich mir hier links den Weg frei machen. So, jetzt drücke ich den Schalter. Dann komme ich an den da hinten. Und der macht den Turm dann höher. Und wahrscheinlich hier den Weg auch noch frei. Okay, das war ein einfaches Rätsel. Jetzt ist da offen. Warum nutze ich Hoden eigentlich nie so wirklich? Du bist schon so gut zum Vorankommen. Und Gegner. Gegner tot. Ein Ninky-Ei. Habe ich die Viecher nicht schon? Ich meine, ich habe die schon mal gehabt. Ich guck noch mal nach. Nee, das Ding hatte ich definitiv noch nicht. Das war auch gar nicht im Kampf drin. Da waren Tanuki zwar drin, aber das Vieh habe ich nicht gesehen. So, was geben wir dir? Hoden, du kriegst den zweiten Sturm. Du brauchst einfach Kampftechniken. Und bei ihm habe ich schon gesehen, ich will diesen Donnerschlag haben. Weil der Angriff wirkt mega stark. So, was braucht denn unbedingt eine Aufbesserung? Der Blitzhieb. Und als nächstes hole ich mir auf jeden Fall den Donnerschlag. Weil der macht 370 magischen Schaden. Wenn der einmal eine Schwäche gegen Wind hat, der Gegner. Ich kann den damit hinrichten. Das ist mega gut. So, hier müsste jetzt irgendwo ein Schalter sein. Oder wir treffen ein Champion-Monster. Darf ich ihn kurz mal ein bisschen genauer ansehen? Ist ein Einhorn. Warum ist hier ein Einhorn? Du willst mich doch sowas von wegrecken. Kilin heißt das Ding. Und das Ding hat keine besonderen Schwächen. Ich sollte nur nicht mit Wasser... Ach, Sunny. Warum bringst gerade du mir hier kaum was? Du bist der, den ich am meisten brauche. Na komm, dann könnt ihr jetzt wenigstens mal Psycho im Kampf erleben. Erstmal Kraft. Und Sicherheit. So. Ich weiß, du bist gegen Wasser stark. Aber ich würde dir gerne einen Rüstungsbruch verpassen. Aua. Und der kann zweimal angreifen. Zip ist hier wahrscheinlich der Erste, der stirbt.
Der macht ja nur Flächenangriffe, also bringt Beschützen eigentlich gar nichts. Gegen was ist der denn mehr schwach? Feuerige Stiche scheint mehr Schaden zu machen. Ich sollte erstmal Teamplay machen. So, feuerige Stiche! Pam, 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 pam! Okay, als nächstes würde ich dir gerne Schwäche hinzufügen. Am besten bevor Sip verreckt. Ich habe auch Massentränke. Ich kann sie nur damit heilen. Was ich gleich wahrscheinlich sogar muss. Ja, ich muss heilen. Einmal Massentrank, davon habe ich aber leider nur zwei. So, der Federsturm ist vorbereitet. Ich mache ich aber trotzdem als letztes. Komm, jetzt kriegst du als nächstes erstmal den Schock. Ach so, den hast du schon. Ups. Ah, jetzt hast du den doppelten Schock. Und jetzt wird die Federsturm-Attacke losgelassen. Mit 19er Buff. Ich kann ihn halt nur einmal so extrem gebufft machen, den Federsturm. Ich habe sogar extra noch den nächsten geholt. Vor der Aufnahme. Okay, er macht auch Einzelangriffe. Bei Psycho bleibe ich bei den Stichen. Ich mache immer den Federsturm zuerst, einfach für die Combo. So, und jetzt entzünden. Er braucht noch Verbrennungen. Verbrennung und Schock ist das Einzige, was ich auch stapeln kann. Blitzi bringt mir nicht so viel wie die vorherigen Stiche. Und das Schöne an Psycho ist, er kann den Gegner auch erblinden lassen. Das heißt, er trifft dann weniger. Deswegen, der ist mega gut geworden, seit er der Brutzelritter ist. Weil er einfach macht, dass der Gegner nicht mehr trifft. Auch wenn es nur für eine Runde ist. Das kann er halt immer und immer wieder machen. Er muss nur treffen. Die Chance besteht dann, dass diese feurigen Stiche oder der Solarstrahl beispielsweise dann dieses Erblinden auslöst. Da, der ist jetzt schon wieder erblindet. Und hier, ich zeige das auch mal. Jeder Angriffstreffer haben eine 40%ige Chance zu verfehlen. Jeder verfehlte Treffer entfernt einen Erblindet-Status. Mit jedem dieser Erblinden-Status. Eine 40% Chance, dass sie nicht treffen. Das ist sehr stark. Der ist gegen Schwäche aus irgendeinem Grund schwach. Okay, den kriege ich mehr direkt, als ich gedacht hätte. So. Erstmal den Federsturm. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Boss so extrem auseinandernehme. Normalerweise nehmen die ja mich auseinander. Hofe und ein Level-Up-Zeichen. Das Level-Up-Zeichen kann ich nur Psycho geben. Ich warte, bis er seinen Level-Up gemacht hat und dann gebe ich ihm den. Dann macht er halt Trick 2. So, der Turm ist jetzt bestimmt höher gegangen. Ja genau, jetzt geht er höher. Jetzt muss ich da hochklettern. Hab hier die neue Abkürzung, Viecher zum Töten. Und sie sind tot. Ein Wazuki-Ei? Was ist denn ein Wazuki? Das habe ich gar nicht bekämpft. Ach so, doch, das ist diese komische Schlange. Wo ich schon bei Eiern bin, habe ich den Kani gemacht? Ja, habe ich. Bei den Kani, den habe ich safe noch nicht gesehen. Die Schlange, die kennen wir. Schlammkanone. Ist das einfach eine kleine Version von dem, was ich gerade eben bekämpft habe? Also ich war mir ja sicher, dass wir das Vieh schon mal bekämpft hatten, gerade eben. Deswegen hatte ich es rausgeschnitten. Ich werde es ja spätestens dann merken, wenn ihr mich in den Kommentaren anmeckert. Gebrauchen kann ich ihn aber trotzdem nicht. Aber ich habe hier Sternenstaub bekommen.
Stimmt, kann ich ihn damit weiterentwickeln. Und noch mehr Monster. So, die sind wieder tot. Auch schön, ich habe eine Phönix-Träne ausgegeben und habe eine zurückbekommen. Ich habe immer noch nichts leider, um die Dinge zu aktivieren. Aber ich kann mir die XP gönnen. So, sind weg. Ich habe wieder zwei Skillpunkte. Was verbessere ich bei Sunny jetzt eigentlich überhaupt? Ich könnte den verbesserten Ruhm nehmen, dann macht er zusätzlich nochmal Crit-Schaden. Und bei Sven... ja, Helfer vielleicht. Mit diesem Luftschlag. Ich hätte aber eigentlich lieber gern diese Windverbundenheit. Deswegen gehe ich jetzt auf diesen Stammbaum. Damit ich die Windverbundenheit habe, dann machen all seine Angriffe mehr Schaden. Du hast, glaube ich, gerade keinen Level-Up, ne? Status, wie lange brauchst du denn noch? Ach, gar nicht mehr so lang. So. Jetzt wieder hier hochklettern. Der Typ will eh nur reden. Bisschen das Wasser wieder ablassen. Gucken, was der Typ noch von mir will. Ja, der wollte nur wieder drüber reden, dass ich den Turm wieder instand gesetzt habe. Ich will gucken, ob ich den Ninki mit den Staub entwickeln kann. Ich konnte ihn nicht mit dem Sternstaub entwickeln, aber ich konnte ihn mit dem Lehm entwickeln. Bist du jetzt zu was nütze? Ne, die Techniken sind vom Prinzip her noch gleich. Und der aktiviert immer noch nur die Erdobs. Ja, dann verkaufe ich jetzt mal eben kurz Viecher, ne? Ja, Leute, damit bin ich wieder im Sonnenpalast. Wir haben jetzt wieder einen Teil des Palastes abgeschlossen. Ich würde sagen, wir beenden das heute hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!